Sehr viele Leute müssen einen sehr grossen Aufwand betreiben, bis so ein Bericht zustande kommt. Und wir wollen Ihnen wieder mal zeigen, wie das ist. Der Marc Friedli bittet Sie jetzt darum, um Ihre vollständige Aufmerksamkeit. Toni Rominger hat in letzter Zeit wohl nie mehr den Start eines Zeitfahrens mehr als eine Stunde vor den Gesamtklassementsersten in Angriff nehmen müssen. Heute auf den 800 Metern Höhendifferenz war es wieder einmal der Fall, denn Rominger lag mit über 20 Minuten Rückstand. Bevor Hans Jucker seinen fertigen Etappenbericht nach Zürich schicken konnte, stand für das 15-köpfige Fernsehteam ein hartes Stück Arbeit auf dem Programm. Am neuen Etappenziel auf dem Balmberg musste zuerst die ganze Technik installiert werden. Unter anderem auch die Satellitenverbindung ins Studio Zürich. Nur via Satellit ist es möglich, den Beitrag rechtzeitig in die Sendung zu bringen. Gleichzeitig beim Etappenstart in Solothurn treffen auch die Kamerateams ihre letzten Vorbereitungen. Besonders wichtig die genauen Absprachen, wer macht welche Bilder. Also wir nehmen 13:10 Uhr, möchte ich den Furlan als Ersten irgendwo unterwegs. Oder Start und da ein bisschen mitfahren. Aber einfach den Furlan möchten wir haben. 13:10 Uhr, 1:1. Ja, das tut der Beste. Jeder weiß, was er zu tun hat. Die Vorbereitungen sind getroffen. Die Etappe kann beginnen. Unten in Solothurn jetzt also bereits 16 Fahrer gestartet in Zeitabständen von einer Minute. Mit dem Etappenbeginn fällt auch der Startschuss für unsere Kamerateams. Drei stehen im Einsatz, um über das Renngeschehen der Tour de Suisse zu berichten. Zwei auf Motorrädern, eine fix im Zielgelände auf dem sogenannten Skywalker. Schwindelfrei die einen, akrobatisch die anderen. Besondere Bilder einzufangen, lassen sich unsere Kameramänner einiges einfallen. So zum Beispiel entstand das Bild, das im Bericht so aussah. Und noch einmal das Spielchen, der Kameramann im Einsatz. Und hier das Bild, wie Sie es zu Hause sehen. So also wurde Beat Berg von uns ins Ziel auf dem Balmberg begleitet. Ins Ziel übrigens, in welchem Reporter Hans Jucker während der Etappe eifrig Informationen sammelte und Anweisungen gab. Die beste Zwischenzeit. Ich nehme an, der wird jetzt beste Zeit fahren. Dann liegen wir gut. Ne? Noch während das Rennen läuft, wird auf dem Reportagewagen bereits mit dem Schnitt des Etappenberichts begonnen. Das ist gut, wenn wir einen mal so haben, dann gegen Zuschauer kommen. Alcala. Unmittelbar nach Rennende, Reporter Hans Jucker macht sich die notwendigen Stichworte, um den Beitrag zu kommentieren. Jetzt ist der Etappenbericht, so wie Sie ihn vor wenigen Augenblicken gesehen haben, sendebereit. Er ist ein überzeugender Leader der diesjährigen Tour de Suisse. Zweiter ist jetzt erstaunlicherweise sein Landsmann Davide Rebellin, bester Schweizer der Tessiner Felice Puttini mit 2:41 Rückstand. Beat Berg ist auf den 9. Platz zurückgefallen.